2. September. Der fette Junge erwies sich wieder als zuverlässiger Manager. Er hat mir für morgen ein Treffen mit dem Anwalt Rosella arrangiert. Aber für heute fiel ihm nichts ein. Und er ist darüber bekümmert. Sonderbarer kleiner Bursche. Verspricht nichts, was er nicht halten kann. Ist unentwegt tätig mit zielstrebiger Intelligenz. Hält, was er versprochen hat. Und nimmt Geld nur für das, was er wirklich geleistet hat. Dabei häuft er emsig Geld auf sein Sparkonto, auf dem schon ganz schön viel ist, wie er mir sagt. Heute war ich mir selber überlassen. Und das war mir sogar recht. Ich musste einmal verdauen, was ich in den letzten Tagen an Informationen in mich hineingeschlungen hatte. Aber das Nichtgesuchte kam dennoch. Eine neue Information. Beim Herumschlendern vor der Stadt sah ich einen Hirten mit Schafherde. Sie standen so schön im Gegenlicht und ich machte ein paar Farbaufnahmen. Letztes Jahr war ich auf Sardinien und habe dort mit Hirten geredet. Sie sind einsilbig und das Wiederalleinsein mit den Schafen hat ihr Gemüt dumpf gemacht. Ihr Leben ist schwer. Es ist ganz und gar abhängig von einem, wie sie sagen, unbegreiflichen Schicksal, dem Wetter. Bei langer Trockenheit stirbt das Gras und dann sterben die Schafe. Ich erwarte von einem Gespräch mit deinem Hirten nichts als Klagen über das Wetter und das Schicksal und allenfalls über die Regierung, die nichts für sie tut, wie sie sagen. Dieser Hirt nun ist etwa so alt wie ich und sieht freundlich und intelligent aus und ist einem Gespräch geneigt. Ich lenke es auf einigen Umwegen auf politische Fragen, die mich immer interessieren. Seiner Mundart nach stammt der Hirt aus Piemont. Er rollt das R wie ein Franzose. Wie kam er hierher? Er war Berufssoldat gewesen und überzeugt davon, dass man die Leute nur mit strengen Gesetzen und harten Strafen im Zaum halten könne. Er war so erzogen worden. Sein Vater war Polizist, einer von den ganz Scharfen, wie er sagt. Am liebsten hätte er eine Diktatur gehabt wie unter den Faschisten. Recht und Ordnung waren die Worte, die er seinen Kindern einprägte. Er hielt alle, die anders dachten, für halbe Verbrecher. Seine größte Befriedigung war es, wieder einmal ein Verbrechen mit aufgespürt zu haben, besonders wenn Jugendliche dabei beteiligt waren. Je länger die Strafzeit, umso besser, sagte er. Und er hätte gern gesehen, dass man die Todesstrafe wieder eingeführt hätte. Eines Tages, so erzählte der Hirt, ich nehme das Gespräch auf Tonband, er hat nichts dagegen. Eines Tages bin ich auf einer militärischen Übung im Gebirge, hier oben, es war Nacht. Wir hatten ein Zeltlager, ich musste Wache schieben. Ich ging so hin und her, das Gewehr geladen, denn es gab da nicht nur Wölfe, sondern auch bewaffnete Diebesbanden. Wie ich da so hin und her gehe, sehe ich eine Gestalt. Es ist niemand von uns. Ich lasse sie auf Höhe weit herankommen, dann rufe ich Halt! Aber der Mensch geht einfach weiter, und zwar direkt auf mich zu. Ich bilde mir ein, er hat was in der Hand. Es könnte ein Revolver sein. Ich sage wieder, Halt! Aber er geht näher und näher. Ich gebe einen Schuss ab, in die Luft natürlich. Einen Schreckschuss. Aber der sonderbare Mensch erschrickt nicht. Er kommt noch näher, bis er nah bei mir ist. Ich sage, Mensch, bist du verrückt? Hier ist militärisches Gelände. Betreten verboten. Ich kann dich einsperren lassen oder auch erschießen. Ich schaue ihn an. Er ist kleiner und schwächer als ich. Ich denke, mit dir werde ich auch ohne einen Schuss fertig. Dich setze ich matt, ehe du es merkst. Ich komme aber nicht dazu. Der Mensch sagt seelenruhig, Bruder, leg deine Waffe weg. Lass sie liegen und komm mit. Ich sage, du bist komplett verrückt. Ich bin Soldat, habe einen Waffeneid abgelegt und werde eingesperrt, wenn ich desertiere. Der Mensch sagt, was für einen Eid hast du geschworen, Menschen zu töten, wenn Menschen es dir befehlen? Hast du nicht einen anderen Eid geschworen, der viel stärker bindet? Bist du getauft? Ich befehle dir im Namen dessen, auf den du getauft bist, die Waffe niederzulegen. Gott ist ein Gott der Lebenden und der Liebenden. Jetzt komm. Und was meinen Sie? Ich legte Gewehr und Patronengürtel auf die Erde und ging mit, ich, ein Deserteur, wenn das mein Vater erfährt. Und jetzt komme ich ins Gefängnis und alles ist aus. Aber das dachte ich nur so leicht hin. In Wirklichkeit war mir so wohl, ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Wir gingen und gingen und dann kamen wir zu einem Brunnen. Da
da sagte der Fremde, wasch dich. Wasch deine ganze Vergangenheit von dir ab. Jetzt fängst du an zu leben als Kind Gottes. Ich wusch mich also und dann sagte ich, ja, aber man wird mich suchen und vors Gericht bringen. Was dann? Er sagte, das lass meine Sorge sein. Der sonderbare Mensch heißt Franz. Er hat eine Kommune gegründet. Ich ging mit ihm und kam in die Kommune. Und kein Mensch hat sich mehr um mich gekümmert. Das heißt, der Franz hat die Sache in Ordnung gebracht. Weiß Gott wie. Er kann so etwas. Haben Sie je von diesem Franz gehört? Ist das der, den Sie Hexer nennen? Er lacht nur. Er ist keiner. Wie hat er denn das gemacht, dass Sie einfach mitgingen? War da nicht sowas wie Hexerei dabei, mit einem modernen Wort gesagt, Gehirnwäsche? Der Hirt schaut mich fassungslos an. Der Franz? Aber was denken Sie von ihm? Also lassen wir das. Ihr hängt wohl alle sehr an ihm. Hängen? Das mag der Franz nicht leiden. Aber ihr tut, was er will. Nein, nein, keiner braucht ihm zu gehorchen. Schon deshalb nicht, weil er nie etwas befiehlt. Er lässt jeden tun, was er will. Natürlich besprechen wir alles mit ihm. Aber er fragt dann höchstens, meinst du, dass es gut ist, was du vorschlägst? Denkst du dabei an dich oder an die anderen? Und dann weiß man, was man tun muss. Er ist euer Leitbild, also? Ja und nein. Wir messen uns an ihm, das wohl. Zum Beispiel, man hat Hunger und ist dabei, seine Portion zu verschlingen. Und da sieht man, dass Franz nur ein Stück Brot isst und seine Portion einem hinschiebt, der noch größeren Hunger hat. Oder wenn man einmal wild ist auf Mädchen und man meint, man hält's nicht mehr aus, dann fällt einem ein, dass Franz ja auch ein junger Mann ist und dass drüben in der Kommune der Frauen sein Mädchen lebt, die Clara, und er nie allein mit ihr ist und sie nicht anrührt. Und schon ist man wieder beruhigt, meistens wenigstens. Wir sind ja alle keine Engel. Es ist nur so, dass Franz einem zeigt, wie man inmitten einer ganz dunklen Welt in einer anderen leben kann, wo Essen und Trinken und andere Vergnügungen keine sind im Vergleich zu anderen Freuden. Nämlich, also, das kann ich Ihnen nicht sagen, da würden Sie mich nicht verstehen, Sie würden mich nur auslachen. Versuchen Sie es doch, es zu erklären, ich lache schon nicht, mich wundert allmählich nichts mehr. Also, eines Tages nahm Franz mich mit auf einen seiner Mitgänge. Wir hatten nämlich einen großen Ölgarten entdeckt, der einem Kloster gehört, in dem es kaum mehr Mönche gibt. Der Ölgarten war ganz verwahrlost. Die Oliven lagen auf dem Boden vertrocknet. Franz wollte den Prior des Klosters bitten, uns den Ölgarten zu überlassen. Wir wollten ihn wiederherstellen und dann von der Ölernte die Hälfte dem Kloster abliefern. Wir machten uns also auf den Weg. Nun muss ich zuvor sagen, dass wir lange Haare hatten und lange Bärte und dass unsere Kleider nicht die besten waren. Man nannte uns damals die Waldmenschen. Also, wir klopften an der Pforte, der Bruder Pförtner machte das Guckfenster auf, sieht uns und schlägt es wieder zu. Franz ruft, Bruder Pförtner, wir sind keine Räuber. Ich bin Franz Bernardone und bitte dich, mich beim Prior anzumelden. Ich mache ihm ein Angebot. Da sagt der Pfortenbruder, wartet nur, ich bringe euch die Antwort. Und dann geht die Tür auf und er schüttet einen Eimer voll Schmutzwasser auf uns. Aber er konnte gar nicht so schnell die Tür wieder zumachen, wie ich flink war. Ich stellte den Fuß zwischen Tür und Schwelle, packte den Burschen am Arm und war schon dabei, ihm diesen Arm ganz schön zu verdrehen. Aber da zog mich Franz zurück. Er ist viel schwächer als ich. Aber er hatte die Kraft, mich festzuhalten und mit der anderen Hand den Pförtner zu befreien. Dann sagt er zu mir, und jetzt bitte um Verzeihung. Was, sage ich, das auch noch, das tue ich nicht. Dieser Mensch, der ein Mönch sein will, hat uns wie Hunde behandelt. Still, sagt Franz, der Bruder tut nur seinen Dienst. Er hat uns für Landstreicher und Diebe gehalten. Er will sein Kloster verteidigen. Er hat es gewaltlos getan. Du aber hast Gewalt gebraucht. Wer ist also der Schuldige? Ich sage also zwischen den Zähnen eine Entschuldigung. Aber Franz lässt es nicht gelten. Er sagt, nicht so, nicht so. Schau den dabei an, den du angegriffen hast. Und ich muss also diesen Pförtner offenen Auges und mit sanfter Stimme um Verzeihung bitten. Ich tat es ungern, das muss ich sagen. Und mein Herz war voller Wut. Und dann tat dieser Bruder noch etwas, das mich vollends in Wut brachte. Er schlug die Tür zu.
so dass mein Mantel eingeklemmt blieb und er öffnete nicht mehr. Ich musste also ziehen und dabei zerriss der Mantel. Da fluchte ich. Aber Franz legte seinen Arm um mich und sagte, »Du hast die schöne Gelegenheit zur Freude ungenutzt vorbeigehen lassen.« »Hör mir auf«, sagte ich, »du gehst mir auf die Nerven.« »Ich weiß«, sagte er, »aber du weißt auch, dass du nicht wirklich so bist, wie du dich jetzt benommen hast.« Ich aber war bockig und redete nicht mit ihm. Er sagte, »Schau, du fühlst dich beleidigt. Das bedeutet, dass du an dir hängst. Du bist nicht frei. Du denkst Aug um Aug, Zahn um Zahn und du willst Rache. Und also schmiedest du einen neuen eisernen Ring an die Kette, an der die Menschen liegen, sodass sie nicht auffliegen können.« Da kehrte ich um und sagte an der Klosterpforte, »Vergib mir, Bruder Pförtner.« Da wurde mir ganz leicht, wie einem Vogel. Damit ist das Band zu Ende. Das weitere Gespräch zwischen dem Hirten und mir ist nicht mehr drauf. Ich sage, nun ja, das ist nicht jedermanns Geschmack. Ich bin zu männlich für solche Demutsgebärden. Er sagt, ist es männlicher zurückzuschlagen oder Frieden anzubieten? Ich weiß nicht. Ich würde zurückschlagen. Oder wenn ich's nicht täte, doch auf keinen Fall mich entschuldigen bei so einem Lümmel. Der Hirt sagt, Franz hat sogar einem Wolf beigebracht, Frieden zu halten. Ich lachte und sage nicht, was ich gern gesagt hätte. Hören Sie auf, mir können Sie sowas nicht vorsetzen. Ich schaue ihn nur an. Und er sagt, wir machen uns da so Legenden zurecht. Aber die Sache ist wirklich geschehen. Hier gibt es Wölfe. Einer hat mir Nacht für Nacht ein Schaf weggeholt, als wären sie alle nur für ihn da. Ich war ganz verzweifelt und ich sagte es Franz. Er sagte, die nächste Nachtwache halte ich. Er nahm nicht einmal einen Prügel mit. Nun, und am Morgen bringt er den Wolf daher in einem Strick und das Tier geht neben ihm, wie ein Hund. Gott sei Dank hat ihn Franz dann in einen Ferch gesperrt. Den Wolf haben wir noch, er ist alt und zahm. Mit dem also hat der Franz, sagt er, einen Friedensvertrag geschlossen. Er sollte kein Lamm mehr reißen und dafür bekäme er sein Leben lang Nahrung von uns. Der Hexer, sage ich. Nein, sagt der Hirte, es ist nur so, dass ein Mensch Macht über die Natur hat, wenn er ganz frei von Bösem ist. Sagen die Hindus und die Buddhisten auch, sagte ich. Also, glauben Sie daran? Fragte der Hirt. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich musste nicht gehen, aber ich hatte es plötzlich satt, über solche Sachen zu reden. Ich sehnte mich nach meinem Büro in Rom, nach den vernünftigen Kollegen, nach einer gewohnten Welt. Diese andere werde ich nie verstehen. Wäre nicht noch der Anwalt, den ich sprechen möchte, würde ich sofort abfahren. Verdammtes Bergnest. Laudato si, o mi Signore. Signore, laudato si, o mi Signore.